nach Hause, bevor es komplett dunkel wird. Ich habe Angst im Dunkeln, Leute. Ich halte es mit diesen Monstern nicht mehr aus. Sind alle viel zu stark. Ich muss hier rüber. Jedes Mal. Leute, was ist hier los? Warum ist hier? Wo sind meine Kisten? Wo ist mein Bett? Warum ist hier nur so ein komisches Bett? Leute, ich muss schlafen. Ich muss drin schlafen, Leute. Aber wo sind meine Kisten? Wo ist hier alles? Warum ist hier so eine Bettetage? Und damit, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Spinks Like You. Die Spinksen sind back. Ja, Leute. Und ihr seht schon, ich habe hier jetzt einen Kleiderschrank, wo man nichts reinlegen kann. Super. Wir haben hier unten irgendeine Ablage. Wir haben hier Bücher. Alles. Wir haben hier so ein Bettding, neues Bett. Hier haben wir ein Teppich. Ja, Leute. Carpet 2 Green. Und wo sind meine Truhen, ist die wichtige Frage, Leute. Ich war ein bisschen auf Spinks. Hab die letzten Tage ein bisschen gebaut. Jetzt nicht zu krasses. Nachdem wir hier die Statue gebaut haben, Leute. Hier in der letzten Folge. Die ist so hässlich, Leute. Aber naja. Das Model von Spinks war ein bisschen komisch. Das cringigste sind immer noch diese Hände. Aber egal, ich habe keinen Bock, das zu upgraden, Leute. Aber was ich gemacht habe, Leute. Die ganz verfügigen Leute können sich schon denken, wo meine Truhen sind und so. Die sind hier unten, Leute. Ich habe angefangen, meine Keller zu bauen. Seid ihr gespannt? Seid ihr bereit, meinen Keller zu sehen? Hier ist der Gang. Guckt. Fichte. Schwarzeichenbretter. Zuckerrohr. Und Eiche. Plus Blaze Lampen. Und dann geht's hier runter. Wie? Ich habe ja letzte Folge oder vor ein paar Folgen gefragt, wie ich meinen Keller bauen soll. Ihr meintet, ja, machen wir in Nature. Deswegen habe ich versucht, wie in Nature zu machen. Da hatten wir ja diesen Schwarzeichen-Flair. Jetzt habe ich versucht, eher so Fichten-Flair wegen dem Biom zu machen. Und mit Sand passend zu der Treppe. Hier, da kommen halt die anderen Räume noch hin, Leute. Ich habe es versucht, wieder in diesem gleichen Style zu haben. Oben Stonebricks und alles, damit das hier erstmal einheitlich ist. Da haben wir wieder diese kleinen Inseln, haben hier ein paar Truhen, Boxen, Chisel Bits, Redstone-Zeug, das ist hier so alles. Blöcke, meine Erze. Leute, ich dachte, ich habe gar nicht so viele Erze. Oh, so, Leute, was ich im Effekt sehe, ich habe voll viele Erze. Ja, Leute, hier ist meine ganze Erze, wie ich so habe. Hier habe ich so Mob-Zeug, dann habe ich hier Waffen. Ich habe auch ultimativ viele Waffen. Dann hier alles zu Drachen, wie viele Drachen ich schon gekillt habe. Und dann haben wir hier so eine Naturzeug, Leute. Auf der Insel weiß ich noch nicht, was hier. Hier können wir jetzt so eine Magieinsel machen oder so. Dann haben wir hier noch so Allzwecksachen mit einem Zerlegbank, also eine Werkbank. Da lege ich was rein und kann es zurückcraften. Zum Beispiel hier das Greatwood Sword. Oder diesen, okay, den Bogen kann man nicht craften. Oder das hier, Leute. Okay. Keine Ahnung, warum das so verbuggt ist, Leute. Aber, nein. Ja. Das ist jetzt bis jetzt der Keller. Habe ich eben die ganzen Bücherregale runtergemacht, um dann hier so schön ein paar Bücherregale zu haben, weil Zuckerrohr ging hier nicht zu planten. Und damit man von hier aus Eich hat. Wenn man genau guckt, sieht man so ein ganz, ganz kleinen Unterschied, aber niemand guckt so genau hin, Leute. Sind wir mal ehrlich, niemand schaut so genau hin. Aber naja, die letzte Folge war ja jetzt wieder eine Woche her, da ich diese Woche mal keinen Bock hatte, Spinks zu machen. So habe ich dann lieber die Zeit genutzt und habe einen Keller gebaut, Leute. Und da wir letzte Woche die Aufgabe von Spinks gemacht haben, müssten wir eigentlich jetzt erstmal klären wir vor dem Wetter. Nicht, dass, nicht, dass hier alles, laggt und so. Und gucken wir, ob wir mal ein Geschenk haben. Oder haben wir eine Aufgabe? Keine Ahnung, Leute. Gucken wir einfach, ob wir mal sowas haben. Okay, wir kriegen Ice Dragon Steve 24. Eisbomben. Was kann man mit Eisbomben machen, Leute? Und wir haben Spellbooks. Okay. Das ist wieder so komische Zaubersprache. Tier nichts. Element, keine Ahnung. Mana kosten, keine Ahnung, Leute. Apropos Magie-Sachen, dazu kommen wir später, Leute. Aber was kann man mit diesen Eisbomben machen, Leute? Kann ich die irgendwie craften? Nö, Leute. Ja.
Ist das hier irgendwas zum... Oh, okay, Leute, das kann man schießen. Jo, kommt einfach... wir haben ein Eisfeld. Leute, geht das an Land? Weil dann habe ich eine coole Troll-Idee, Leute. Das ist ja nicht zu planten. Und ich weiß, von so anderen Projekten, wo so eine Mod auch drin war, dass man so Items, so welche Sachen zum Schießen, in geclaimten Gebieten benutzen kann, Leute. Weil guck, das ist ein Entity. Leute, das wird als Entity gezogen, das, was ich schieße. Und das ist ja, gehört ja zu gar keinem Team. Also kann man das in geclaimten Gebieten machen. So kann man schön die anderen trollen, als vereisen. Und was? Bro. Hallo? Sir, alles gut bei Ihnen? Ich glaube, Sie sind ein bisschen versteinert oder so, Leute. Davon mache ich erstmal ein Screen. So, Leute. Aber Bro, ich weiß nicht, ob es Ihnen gut geht. Haben Sie wieder mal mit Medusa geflirtet oder... Okay, Leute. Dem Bro geht's echt nicht gut. Hi. Dann wir lassen den Bro einfach. Wir lassen den Dude da einfach mal. Solange er uns nicht angreift, ist ja alles gut, Leute. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal rüber zur Sphinx und gucken, was für eine wöchentliche Quest wir diesmal haben, Leute. Ah, mein gutes Casino und Fabi hat seinen Shop einfach immer noch nicht weitergebaut. Apropos Shops, wir haben ja eine Quest, wo die Zuschauer Shop-Ideen reinschreiben sollen. Und ich habe ein paar Ideen, glaube ich, keine Ahnung, Leute. Aber naja, die Abstimmfunktion wurde ja von YouTube jetzt runtergenommen. Oder die soll seit dem 10. Juni, man kann irgendwie jetzt immer noch abstimmen machen, aber Leute, schreibt mal ein paar Ideen in die Kommentare. Ich hätte als Idee irgendwie so, soll ich mal Mackis machen? Soll ich hier so Mackis bauen daneben? Oder soll ich so einen Drachenshop, Waffenshop machen? Oder so einen Attentäter-Shop? Da gibt man mir dann Cash oder so, Spinks-Coins, und ich mache so Aufgaben für anderen, so eine Art Kopfgeldjäger-Zeug. Leute, schreibt mal ein paar Ideen in die Kommentare. Ich kann ja selbst noch mal ein bisschen brainstormen. Dann könnt ihr abstimmen. Das ist ja mit den Zuschauern zusammen. Also zählt die Quest auch irgendwie. So, aber ich möchte jetzt zur Sphinx und mal mit fragen, was wir so für eine neue Quest bekommen von dem Bro. Mon Sphinx. Gunther Krieger, bist du bereit für eine neue Quest? Du weißt, wenn du sie nicht machst, bist du dran. Auf jeden Fall, ich bin immer dabei. Skelet Boy, da ich Crafted auch das Angebot gemacht habe und ich Gleichberechtigung haben möchte, wirst du nicht mehr gezwungen, Aufgaben zu machen. Okay, das ist nice. Okay, ich glaube, der hat das Luca irgendwie so gegeben, als Quest, wenn Luca die liest. Wenn er überhaupt mal in Sphinx saß. Ich habe Luca schon gefragt, weil wir haben ihn ja überzeugt. Der meinte, ja, er wird Sphinx, hat vielleicht gerade keine Zeit oder auch nicht so Bock. Keine Ahnung, Leute. Ich warte einfach und ich frage ihn einfach mal ab und zu wieder. So, du kannst sie machen und mir helfen, so werden wir beide stärker als die Snow Queen. Aber machst du sie nicht, bekommst du auch keine Belohnung. Als nächste Aufgabe musst du das komplette Haus deiner Gegner vereisen, damit sie ihre Göttin fühlen. Ich gebe mein Bestes. Okay. Ja, Leute. Dazu haben wir ja passend von ihm die Eisbomben bekommen. Das können wir ja schnell machen. So, kommen wir bei Leos Haus easy rein. Ich mach das aber bei beiden, Leute. Was soll der Geiz? Ich vereise einfach beide Häuser. Leo und Fabi haben ja beide noch ihre Trolls bei sich. Sie immer noch reagiert haben, Leute. So kann man die auch ein bisschen trollen. Das wird schön für die. Außer, der Schnee bleibt. Weil ich habe ja so ein Schneebiom bei mir. Zack, hier. Und Leute, ich hab's mir besser vorgestellt. Warum sind ich abonniert von Crafted? Okay, da hat wohl Dirty irgendwann Leo und Streich gespielt. Ah, Leute, jetzt geht's. Guckt hier. Hier. Hier, zack. Hier so. Schnee. Muss alles vereist werden. Ah, hier ist mein Troll, Leute. Aufpassen, nicht in den Troll fallen. So. War nicht hier irgendwo dieser... Ah, hier ist der. Hochzukommen. Oh, Leute, hier. Schnee. Nein, Leute. Oh, Leo wohnt in keinem Schneebiom. Das ist das Problem. Deswegen wird hier nicht alles so vereist.
Hier vorne schon. Nee. Der Junge wird sich auch freuen. Er kommt wieder mal auf Sphinx nach Jahren und alles ist Schnee. Okay, schnell weg, bevor das so despawnt. Weil so werden die Chunks in der Zeit nicht weiter generiert. Jo, was geht denn bei Fabis Haus ab? Okay. Hier kommt Schnee, Fabi. Es werde Eis. Fabi freut sich dann auch richtig, wenn er mal wieder streamt oder auf Sphinx ist. So, kommt Leute. Hier. Zack, hier. Schnee. Sein Dach. Ab auf sein Dach. Kriegt so ein verschneites Dach. Okay, wir müssen wieder hinten rum. Zack, die Tür müsste ja immer noch offen sein. Weil ich bin eh die einzige Person, die auch noch auf dem Server ist und so. Leute, was ein bisschen schade ist. Aber wir machen das Beste, Leute. Sagen wir. Warum ist sie zu? Okay. Leute, da müssen wir versuchen, irgendwie anders raufzukommen. Oder war das hier noch? Wartet. Ah, mein Mikro. Hilfe, Leute. So, hier ist ja. Warte, wo sind, habe ich Chunks? Oder? Ach ja, ich habe es ja hier zugemacht. Okay, hier ist ja noch. Hier ist ja Wilderness. Ja. Ah, Leute, wir kommen rein. Guckt, Leute, hier. Zack, hier. Oh, Fabi freut sich schon. Guckt, Leute. Nein! Was geht denn bei meinem Troll ab, Leute? Ja, moin! Wenn Fabi stirbt, wir können froh sein, dass wir so Leiche-Mods drin haben. Aber sonst, ja, seid es weg. Was ich jetzt nicht wollte. Okay, es ist jetzt nicht mehr alles an Eis da. Aber noch ein Teil. Okay. Oh, ich hab nur noch drei. Oh, oh. Aber ich glaube, zu Hause habe ich auch noch welche. Leute. Weil ich glaube, ich habe die beim Kisten umsortieren gesehen. Und mir das, ein bisschen bekannt vorkommt. Aber, naja, hier ist ja Wilderness. Zack, dann können wir hier hoch. Wie kommen wir jetzt am besten hier rein? Nein. Oh, Leute. Premium-Profi. So, hier haben wir. Dann schicken wir dir hier noch einen Zug. Und dann hier oben zu seinem Hasen. Oh gut. So ein Hase ist weg an der Stelle. Zack. Okay, wartet, Leute. Dann hole ich mal jetzt von zu Hause. Knochen mit Twitch da. Okay, zack, zack. So. Hol ich mal von zu Hause ein paar Dingsbums. Eisbomben. So, zack, hier. Unten in der Hoffnung, dass ich auch noch welche habe. Kannst du bitte aufhören zu laggen? Das würde ich sehr begrüßen. Habe ich das hier? Hä, wo hab ich den hingepackt? Hier haben wir noch 16 Stück. So, dann wird Fabi sich richtig freuen, Leute. Fabi jetzt mag mich Fabi noch mehr, weil er ein vereistes Haus hat. Okay, Mann, Leute, bei mir ist das Einzige, wo das halbwegs hält. Aber, nein, ja. Wir haben die Aufgabe von Sphinx gemacht. Und ich hätte so oder so vor, die Leute so zu trollen. Weil, das ist einfach funny. Das ist funny, so, Leute. Zack, hier. Hier kommt Eis hin. Da kommt Eis. Okay, bisschen verbuggt. Ey, so fällt das mit unserem Troll so gar nicht auf, Leute. Das schon mal aufgefallen? Zack, hier. Rinder. Ja gut. Und dann hier so. Geschossen. So. Ich würde sagen, wir haben es gut vereist bei den beiden, Leute. Kann man sich gönnen. Zack, hier raus. Zack, und dann hier noch ein bisschen. Und dann passt das, Leute. Ich würde sagen, wir haben die beiden gut getrollt. Das nennt man doch Trolling der Spitzen. Klasse. So, jetzt zum Thema, was ich angesprochen hatte, mit der Magie, Leute. Ich habe mich jetzt mit der Magie-Mod, wie heißt es, auseinandergesetzt. Ich habe mir die Magie-Mod angeguckt. Tutorials dazu reingezogen. Nicht kenne ich mich der Magie-Mod jetzt halbwegs aus. Aber wir haben noch eine Quest, dass wir diese Kristalle aus der Magie-Mod sammeln müssen, Leute. Und das würde ich jetzt einfach mal sagen, machen wir.
Ich habe schon enorm viele, ich glaube 1,5 Stacks. Wir müssen irgendwie 150. Und würde sagen, machen wir das jetzt zusammen. Irgendwie. Mit Boney wäre schöner, aber Boney hat mich bis jetzt noch nicht belästigt. Ich lasse den Jungen auch. Boney ist ja seine Sache, ob er mir hilft oder mich hasst. Ja, in Nature waren wir ein bisschen mehr aggressiv auf Boney. Aber bis jetzt, ja, ich möchte mal ein bisschen hier in Spinks ist entspannter angehen und ein bisschen netter zu Boney sein. Ich war in der Vergangenheit schon extrem nicht nett. Oh, nein, es beginnt wieder, Spinks buggt, weil ich zu schnell abbaue. Was ist das denn? Ah, das ist Sophia, Leute. Ah, Sute, Sophia. Zack, 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 hier. Ich glaube, ich sollte die Chris jetzt, glaube ich, soll ich die, wäre es am schlauesten, die offscreen zu farmen. Weil ich glaube, ihr habt jetzt auch nicht so Bock, dass ich die ganze Zeit durch eine Höhle latsche, weil wenn ich selbst YouTube gucke, finde ich so Höhlenvideos eigentlich immer sehr langweilig. Leute, hier haben wir ein bisschen was. Wie viel kriegen wir so aus einem? Ich habe ja Glück auf meiner Picke. 16 Stück. Okay, ja, man kriegt schnell welche, man muss die aber auch erst finden. Okay, okay, fast so, zack. Okay, jetzt ist das praktisch mit diesem verschobenen FP-View-Dings. Oh, ich weiß nicht, wie das heißt. Wer Luca da, könnt ihr das erklären. Er ist dieser Profi, der damit immer spielt. Ja, gut. An der Stelle waren das nur 19 Stück. Aber naja, Leute. Okay, hier haben wir ja noch mehr. Zack, hier, ab geht's rüber. Zack, zack, zack. Okay, da habe ich die anderen gerade wahrscheinlich nicht eingesammelt. So, wir müssen dann hier rüber. Weil da das Ganze verbuggt ist, Leute. Ich müsste eigentlich jetzt andere Blöcke hinsetzen, damit das Server hinterherkommt und merkt, dass ich die... Guckt, Leute. Weil ich baue zu schnell ab. Der Server merkt nicht, dass ich die abbaue. Hallo? Zack. Zack. So. Das sind fast 2 Stacks. Ja, ungefähr. Ich hab die 150 geknackt, Leute. Ich habe die 150 insgesamt geknackt. Ich weiß nicht, ob das auch mit der Erzmod zählt. Dass wir... Bro, kommst du denn her? Zack. Tja. Ich habe ein dezent starkes Modpack erstellt, Leute. Bisschen stark. So, ein Stack haben wir jetzt. Leute, wir haben jetzt insgesamt zu Hause 2 Stacks. Ich gucke jetzt, ob ich noch mehr finde. Ah, hier ist Dingsbums. Zack. Okay. Da hinten sind noch welche. Weil wir brauchen das für Electrolops Wizardry. Leute. Und bevor wieder irgendwer in die Kommentare schreibt, ja, das ist von Cars so gefaked. Das Modpack habe ich erstellt, bevor Cars wo irgendwie ein Projekt damit rausgebracht hat mit der Mod. So. An der Stelle wollte ich das auch mal klarstellen. Nicht, dass wieder irgendwelche Kiddies kommen und das in die Kommentare schreiben. Wie es schon mal manchmal war. So, aber egal, das ist jetzt nicht das Thema. Wir möchten mit der Magie und der krasseste Magier auf dem Server werden. Wo haben wir denn die kleinen Dingsbummen sind? Hallo. Aber Leute, wir haben schon so ein Stack oder mehr. Ich würde sagen, das passt, oder? Das könnte eigentlich passen. Zack, hallo, ich bin der Peter und ich rufe nach Neda. Ja, Leute, die Quest haben wir. Wir haben's. Zack, Leute, wo haben wir mein Questbook? Hier, zack, abgeben. Bau das ab, Leute, hier haben wir. So. Mein Spiel leckt gerade komplett. Warum auch immer. So, Leute, hier haben wir die Sachen. Hier haben wir so Sachen für... Okay, das lege ich jetzt erstmal alles hier ab, was ich gerade nicht brauche. Ja. Es ist super Vorbereitungskiste, Leute. Wenn wir hier an der Arcana Workbench stiegen, müssen wir gleich nochmal neu craften. Haben wir hier so Sachen wie Zauberstab und so, Leute. Hier, wir können hier ein Dingsbums Handbook. Dann haben wir die auch.
Leute, ich war echt beim Dingsbums machen dumm. Aber egal, Leute. Hier ab geht's runter. Da wir eine keine Workbench haben, machen wir einfach so. Deswegen habe ich mir die Zerlegbank. Okay, gleich müssen wir hier noch claim gemacht. Aber dann kann ich einfach den hier machen. Zack, so. Und neu gecraftet, Leute. Also zählt die Quest. Ich habe den ja gecraftet. Guckt, Leute. So schnell geht das. So. Dann würde ich sagen, klatschen wir den Zaubertisch hier hin. Craften einen Zauberstab. Das geht so. Haben wir Magic Wand. Okay, dann klappt das. So, das Wizardry Handbook. Bla bla bla. Ja, hier kriegt man einen Zauberstab. Mana Wands. Ich möchte. Zack. Okay. So macht man sich die Spellbooks. Da, da, da. Ja, ich habe mir zu 100% auch nicht alles, aber ein Tutorial, wenn ich im Grundlegenden weiß, wie die Mod funktioniert. Zack. Okay, was ist das? Blank Scroll. Ah, kennen wir eigentlich Bücher jetzt schon? Wartet, ich mache kurz eine Blank Scroll. Da haben wir Strings. Aber wollen wir Paper? Zack, dann machen wir hier Paper, Leute. Und dann machen wir hier das. Dann haben wir das und eine Blank. Okay, eine Blank Scroll. Und was kann ich jetzt damit machen? Hallo? Ja. Was mache ich jetzt damit? Hallo? Hallo? Ja, ich war schon weiter. Crystal Flowers. Ja, die Türme wissen wir. Ja, das sind so Dungeons davon. Ja, die Wands. Wie ich die Wands mache, weiß noch nicht, Leute. Okay. Okay. Zu 100%, ich muss mich irgendwann mal durchlesen. Was, Wand. Oh, der Frostzauberstab. Okay. Spellbooks. Okay. Hier haben wir Rüstung. Okay, hier sind Blöcke. Ja, was bringt mir aber die Blank Scroll? Okay. Leute, wartet. Hab ich noch ein... Irgendwo, ich muss doch hier Bücher haben. Da. Zack. Hier haben wir Bücher, dann machen wir einmal so. Die ganzen Dinger, die ich hier crafte, die kriegt man auch, wenn man Mobs killt. Okay, Element keins. Okay. Aber die kriegt man auch, wenn man Mobs killt. Deswegen ist meine Mob-Farm ganz gut. Da habe ich auch schon mega viele von. Leute, aber was ich hier gucken wollte, ob das hier... So. Jetzt, ob wir hier hochkommen. Ob diese Bücher was schon anzeigen. Nee. Wie lasse ich mir diese Bücher angucken? Das weiß ich noch nicht, Leute. Weil das ist das Buch, das wir so haben. Leute. Zack. Okay, klappen die Bücher aus der Mob-Farm. Hier müsste ich auch welche, weil ich den nicht weggeworfen habe. Okay, das ist schon fortgeschritten da. No Physite. Leute, haben wir ein paar. Ich glaube, das müssen wir dann eh einfach so Flash Weather. Hallo, Server laggt. Leute, ihr wisst, ich liebe Spinks. Wir haben einfach so einen Server mit so gefühlt gar keinen RAM, weil wir geizig sind und ich im Moment eh der Einzige bin, der Server bezahlt, weil ich den als einziger nutze und die anderen kein Bock auf Spins haben. Egal, Leute, wir machen das trotzdem. So. Aber, wie ich weiß, wie das funktioniert, wir müssen das irgendwie so machen. Okay. Sieht das aus? So. Hier. Dann haben wir hier das hier irgendwie. Das. So. Irgendwie so. Dann nehmen wir die irgendwie so. Crystal und dann okay
Soll jetzt ein Zauber drauf sein? Bruh. Ich hab keinen Plan, wie der Mod funktioniert, Leute. So, aber wir haben drei Sachen schon hier, die wir abgeben können. Und dann holen wir uns noch gleich ein paar Chunks, um mein Haus weiter zu claimen, damit ich den Keller weiter ausbauen kann, Leute. Es waren einfach drei einfache oder leichte hier. Eins, zwei, drei. Zack, Leute, auf entspannt. Hier, zack, 33. Eins, zwei, drei, vier. So, Leute, vier weitere Chunks, die wir hier claimen können. Leute, ich würde sagen, okay, warum war es gerade so verbuggt? So, aber wir gehen den Keller hier in die Richtung runter. So. Warum habe ich es eigentlich... Ich dachte, es wäre cool, wenn ich in die Richtung runter gehe. Naja. Hier geht es langsam unter das Meer. Müssen wir gucken, wie wir es machen. Okay, hier. Zack. Okay, warte, Leute. F3G. So, dieser Chunk hier alles. Würde ich sagen, gehen wir... Den nach vorne, den und den, Leute. Die Chunks haben wir. Okay, Leute, ich würde sagen, das wäre es mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Abonnieren und sonst euch nicht. Ciao, Leute. Wee.